In der folgenden Lerneinheit geht es darum, mit Excel eine Klassenlagerabrechnung zu machen. Im Arbeitsheft hast du schon diese Notizen und in Excel geht es natürlich nicht nur darum, diese Auflistung selber darzustellen, sondern wir werden das Programm auch gleich benutzen, um diese Daten zu berechnen. Ich öffne Excel. Wenn du neu beginnst, hättest du hier in dieser Übersicht schon sehr viele Vorlagen, von denen du ausgehen kannst. Du kannst auch gezielt nach einer Vorlage suchen, indem du zum Beispiel hier nach Rechnung oder so suchst. In diesem Fall aber gehen wir von einer neuen leeren Arbeitsmappe aus. Als erstes gleich der Titel. Der Titel soll etwas mehr Platz haben, deshalb tippe ich in den Zeilenkopf und gehe nun mit der Maus zwischen die Zeile 1 und 2 und kann so nach unten ziehen und die Zeile breiter machen. Der Text soll größer sein, 18 Punkt und fett. Dann in Zelle A3 kommt der erste Untertitel. Den Text wähle ich aus und mache ihn fett und etwas größer, 14 Punkte. Und in Zelle B5 beginnt nun die Auflistung, die beziehst du aus dem Arbeitsheft. Wenn ich jetzt ins nächste Feld tippe und reinschreibe, so siehst du, haben wir hier nicht genug Platz, es wird abgeschnitten. Wenn du wiederum in die Spalte klickst, so kannst du diese breiter machen, damit wir sicher genug Platz haben. A machen wir dafür ein bisschen schmaler und den Betrag schreiben wir ohne Punkt oder Komma oder Währung, einfach nur als nackte Zahl.